Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Grounded. So, ich habe mir überlegt, wir brauchen ja noch Ameisenrüstung. Das heißt, wir müssen noch Ameisen platt machen. Wir müssen hier die Kiste noch ein bisschen aufräumen. Und was wir eigentlich auch mal machen könnten. So, wir nehmen mal die ganzen Pilze hier raus. Pilze ist Nahrungsmittel. Das ist Nahrungsmittel. Den nehmen wir auch mit. Oh, haben wir jetzt alles raus? Ja, ist so ein Ding für sich, ne? Dann würde ich gerne mal gucken, wir haben noch Sachen gar nicht untersucht. Die packen wir jetzt rüber. Das müssen wir alles ja noch erforschen. Und dann möchte ich einmal eine Kiste von hier entwenden. Vorzugsweise die äußere, die wir noch gar nicht im Gebrauch haben. Und möchte hier schon mal eine Vorratskiste machen. Aktuell habe ich ja das Problem, dass meine Nahrungsmittel immer sehr schnell ablaufen. Aber es gibt natürlich auch Nahrungsmittel, die laufen gar nicht ab, ne? So wie die Eichelbrocken, die Pilze, die halten unbegrenzt. Und die wollte ich einmal aussortieren. Gut, das haben wir. Dann müssen wir nochmal tauschen hier. Das Chiemrohr muss nochmal weg. Da kommt ein Helm auf den Kopf. Und diesen Eichelbeinpanzer, den möchte ich auch gern loswerden und durch eine Ameisenrüstung ersetzen. Weil ich gerne mal in den Ameisenbau gehen würde. Um zu sehen, was kann man da alles rumreißen. Ne? Also, was haben die denn? Oh, wir haben die Schokolade noch in der Tasche. So, das kommt erstmal damit rüber. 1, 2, 3. Mehr Sachen können wir sowieso nicht untersuchen. Ja, dann würde ich sagen, wir trinken nochmal einen Schluck, bevor wir unsere Reise antreten. Und dann gehen wir erstmal zur Forschungsstation. Habe ich noch was vergessen? Es gibt ja kein Zurück, ne? Wenn wir weg sind, sind wir weg. Okay, ich würde sagen, das reicht erstmal. Obwohl, ich möchte noch mal was umlegen hier. Ich finde den Dolch zwar besser, aber Schaden, ne? Und Stein. Stein kann man immer mitnehmen. Der gute alte Stein. Zumal hier liegen so viele Steine rum. Wenn wir bei jeder Tour, die wir machen, so 10 Steine mitnehmen, dann brauchen wir uns nicht die Mühe machen, hier alles abzubauen. Dass wir da mit einem Hammer auf die großen Steine rumkloppen. Und was ich gerne machen würde, ich würde gerne einen Marienkäfer finden, der schläft. Und wenn der schläft, würde ich gerne, wie die Basis, die wir hier, also diese Zweigstelle, den Unterschlupf, den wir hier vorne haben, dass ich da vier Wände drum ziehe, um den Marienkäfer, ein kleines Podest daneben, auf dem wir stehen. Und dann würde ich den gerne zu Tode schießen, ohne dass der mich angreifen kann oder weglaufen. Das wäre mal so. Also ich möchte das gerne ausprobieren. Ein Dürrgestell. Na, schau mal einer an. Das können wir doch gebrauchen. Da haben wir letztens noch drüber geredet. Hammer. Das finde ich super. So, was kriegen wir von dir auch? Irgendwas richtig Tolles, richtig, richtig, richtig Tolles. Saftfänger. Gartenbeet ist mega geil. Da freue ich mich drüber. Aber Saftfänger, muss ich den an dem Baum aufhängen, wo der Saft raustropft? Oder wie darf ich das verstehen? Shinobi-Schnupfen. Was ist denn bitte Shinobi-Schnupfen? Okay, wir können es nicht craften. Kann ich es vielleicht kochen? Eine Pollenbombe, die dich für kurze Zeit vor deinem Gegner unsichtbar macht. Cool. Da bin ich ja der absolute Ninja. Das finde ich geil.
Ich weiß nur nicht, wie und wo ich das zum Einsatz bringe, aber das finde ich gut. Shinobi-Schnupfen. Na, hier kommt so ein bisschen Grünzeug, kann man auch immer mitnehmen. So, jetzt brauchen wir aber als erstes, als nächstes, als nächsteres. Ist eine Fliege? Hummel? Ich habe hier doch eben eine Fliege. Da. Würde ich die kriegen? Hat er sich gerade gewehrt? Oder hat er es versucht? Für unseren Insektenbogen. Da brauche ich nämlich noch eine Fliege. Für die Sehne. Ja, Pilze können wir auch mitnehmen. Pilze sind auch immer gut. Die haben halt kein Verfallsdatum. Ja? Der kann Schimmel drauf sein, wie er will. Die schmecken immer noch Bombe. Kleiner Funfact am Rande. Früher wurden bei Marathonläufen zum Beispiel, und den Ton können wir auch abbauen, ganz hauchdünn geschnittene Fliegenpilzscheiben unter die Zunge gelegt als Dopingmittel. Das Problem bei dem Ganzen ist natürlich, dass eine minimale Überdosierung schon für einen Krankenhausaufenthalt gereicht hat. Im besten Fall. Also kann ich nicht empfehlen, auf keinen Fall nachmachen. War aber nur so ein kleiner Funfact am Rande. Fliegenpilz war früher mal ein Dopingmittel. Im Sport. Das hätte ich vom Sport nie erwartet, dass ein Sportler Doping nimmt, um besser zu werden. Oh, den bauen wir ab. Ja, das wird. Okay, jetzt sind wir hier schon beim Saftpäckchen. Ich muss mal gucken. Hatte ich einen neuen Wegpunkt gesetzt? Nee. Na, Kleiner? Mit dem Bogen sind die genial zu kriegen. Die kriegen Angst, die laufen weg und dann hocken die hier unter irgendeinem Grashalm. Wenn man das so ein bisschen beobachtet, wo der hingelaufen ist, dann kann man den einfach mit einem Pfeil runterschießen. Ah, habe ich gerade gehört. Oh, wie weit läufst du denn? Okay, dreht wieder um. Wir dürfen passieren. Dann nehmen wir uns gleich nochmal ein bisschen Löwenzahn mit. Und 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da kommt der Sound, da fällt es hin. Das waren doch jetzt nicht nur zwei Dinger. So eine magere Ausbeute. Also da bin ich ein bisschen enttäuscht. Dann hole ich mir... Ah! Deswegen. Okay, 6 Stück, das reicht erstmal. Die nehmen wir mit. Ah, die Ameisen. Ich weiß gar nicht, warum die immer so schlecht gelaunt sein müssen. Wir sind doch Nachbarn. Ich habe nichts gemacht. Ja, ich habe euch... ja gut, ich habe ein bisschen bei euch im Garten abgeholzt, aber... Sonst habe ich nichts gemacht. Ich hätte es auch eigentlich gleich ins Fundament schmeißen können. Ja, eine Ameise müssten wir eigentlich auch noch zerlegen. Ah, Aber... Wir können ja diesen Dörrautomaten bauen, ne? Dörr. Dörr. Jedes Mal, wenn ich hier was suche, gibt es das nicht. Dörrgestell. Wieso findet denn der das nicht? Dörr. Oh, wow. Muss ich in der Kategorie sein? Ja, wir... Oh, das Ding ist ja riesig.
Ich wollte den eigentlich hier so hinstellen. So direkt an der Küche, aber das ist mir ein bisschen zu beengt, denn das hatte ich mir jetzt. Wir stellen den erstmal hier rüber. Da muss ich mal gucken, wo wir den letztendlich lassen. Bombardierkäferbrocken. 3 Stück brauchen wir noch. Und 6-mal Seil. Ja, das Seil ist ja kein Problem, ne? So. 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 Und. Jetzt haben wir 10 Stück. Reicht definitiv. Können den Rest rauspacken. Und jetzt fehlt nur noch der Bombardierkäferbrocken. Dann müssen wir Jochen. Jochen muss dran glauben. Da, wo haben wir denn Jochen? Der ist doch hier unten bestimmt irgendwo im Gange, ne? Ne, haben wir nur Ameisen. Gut. Mit denen können wir uns eigentlich auch anlegen. Das Einzige ist, wir müssen so ein bisschen achten, dass die relativ alleine sind. Also Ameisen kriegt man damit tatsächlich recht gut hin. Oh, der war ja so schön geblockt. Ich bin von mir selber begeistert. Schon wieder. Und weg. Okay, wie viel Ameise brauche ich wohl, bis ich meine Rüstung voll habe? Hauch mich nicht an. Hauch mich nicht an. Also mit der Ameisenkeule geht das tatsächlich echt gut, die Ameisen platt zu machen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, dann können wir einmal gucken. So. Ich möchte ja gerne... Lassen mich die Ameisen denn komplett in Ruhe, wenn ich die Ameisenrüstung komplett habe? Mir fehlt Milbenpilz. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Ich komme gerade aus der Richtung. Netzzeug. Drei Stück habe ich nur. Ja. Das ist jetzt tatsächlich nicht schön. Da haben wir noch ein paar Steine. Und dann können wir hier noch den Rest reinschmeißen. Säuredrüse, Ameisenkopf, getrocknet, das. Das müssen wir noch auf den Grill schmeißen. Und den müssen wir gleich essen, der läuft bald ab. Das kann noch rüber, das und das. Der Rest kann erstmal mitkommen. Auf den Grill. Oh, wunderbar. Der kann rösten. Ciao, Dan. Futtert der immer den mit dem wenigsten? Nee. Schön, das hätten wir mal lieber selbst ausgewählt. Egal. Achso, Bogen. Ja. Den dürfen wir nicht vergessen. Wie schon mein Großvater sagte, wenn wir Rehe gejagt haben, bewaffnet mit einer Steinschleuder, hätten wir mal einen Bogen genommen. Aber kein Thema, dann gehen wir eben nochmal zurück. Weil es so schön war. Aber wir können auch ein bisschen querfeld eingehen. Die Milben sind ja hier in dem... Aua!
Habe ich hier alle gegen mich? Alter, der beißt dreimal? Sorry. Aua! Au, 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 au. Komm ich hier noch weg? Komm ich hier noch weg? Mit mehr auf eines unfair. Und hartnäckig sind die auch noch. Er zumindest. Aber jetzt dreht er ab. Ein Glück. Hier müssen wir noch mal was essen. Und einmal noch, aber ich hab nix. Marienkäfer. So. Hier haben wir den Baseball. Ein paar Steine. Eigentlich, wenn wir hier in der Ecke sind, könnten wir ja auch kurz beim Eichenbaum vorbeischauen. Und uns nochmal ein paar Eichen holen für die Kisten. Oh, ich höre sie schon. Das war nix. Echt jetzt? Das wäre jetzt echt doof gewesen. Und hier, guck mal, das können wir gleich abbauen. Ein bisschen Ton. Für meine Basis. Und ein Stein. Der gute alte Stein. Okay, wir müssten jetzt eigentlich noch weiter hier rein. Ah, hier den Weg hoch sind sie doch immer gleich. Ah. Wo bist du denn hingesprungen? Ach, ich kann mit dem Bogen nicht blocken? Das wusste ich nicht. Oder ich wusste es und hab's vergessen. Oh, den haben wir auch. Wunderbar. 6 Stück. Jetzt nicht so die Welt, aber immerhin eine schöne Ausbeute, ne? Da können wir auf jeden Fall mit leben. So, und dann holen wir uns noch was für den Dörrgrill. Vielleicht hält es sich ja lang genug. Oder es vermodert mit der Zeit. Wie so eine alte Leiche im Sumpf. Wäre gut möglich, dass der da anfängt zu gammeln, noch bevor ich meinen Dörrgrill fertig habe. Das wäre natürlich nie so schön, ne? Aber ich gehe da optimistisch bei und ich denke, wir schaffen das. So, was können wir denn hier noch? Haben wir hier noch eine Milbe irgendwo? Gehen wir in eine falsche Richtung für, ne? So, der Saft ist mir erstmal egal. Da weiß ich noch gar nicht, wann und wo und wie ich den eigentlich nochmal brauche. Oh, da sind wir hergekommen. Hier ist überall giftiger Mief, ne? Alleine vor einer Schlucht giftigen Mief. Oh, da ist ein Bombardierkäfer. Ja. Na, ist zu weit weg, leider. Was war das? Was ist denn da passiert? Ich meine, das sieht mega cool aus, aber was war das?
Ja. Call of Duty Skills. Echt jetzt? Toll. Einfach toll. Jetzt muss ich den Grashalm auch noch trellen, um an mein Essen zu kommen. Wieso? Pfeil? Das kann ich ja mitnehmen. Das belastet ja nicht, ne? Ich sag mal, das stört ja dem im Winter nicht. Komm her. Okay, der ist weg. Das habe ich leider schon ein paar Mal gehabt. Da hinten ist definitiv eine Spinne. Okay, wir haben jetzt hier auch erstmal keine Milben mehr. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück. Machen unsere wunderschöne Ameisenrüstung fertig, damit wir demnächst... Ich weiß nur nicht, ob wir es morgen machen. Aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit, demnächst in den Ameisenbau zu schauen. Und ich muss ja am Teichgrund auch noch nach Knochen suchen, damit wir den großen Tauchhelm kriegen. Und dann können wir, denke ich, auch langsam anfangen, nach der versunkenen Forschungsstation zu suchen. Feld! Das ist 100 Meter weit weggeflogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kann ich? Haben wir noch einen 7? Keine 7. Irgendwo noch was zu fällen? Nö. Gut, denn... gehen wir mal Richtung Basis. Box, Pilze, Box, da. Ich habe gar keine Wegmarkierung mehr, ne? Oh. Hier ist ja noch ein gewaltiges Prachtexemplar von einem Löwenzahn. Den müssen wir noch mitnehmen. Wenn ich das den Jungs erzähle. Vom Holzfällerverein. Sag ich, Jungs, ich habe da einen Löwenzahn, habe ich umgehauen. Weil ich noch einen Balken mitnehmen wollte. Gleich einen Baum geschrottet. Wir schlagen uns mal auf die Seite des Marienkäfers. Bei dem sind wir so ein bisschen sicher. Oh, komm schon. Jerry, bitte. Ich hab dir gesagt, das war keine Absicht. Wenn ich da jetzt gegenkomme, ist alles weg. Ja. Wer kann schneller klicken? Ich oder du beißen? Gut, das haben wir erledigt. Ein Stück Wasser. Und als nächstes tötete er Jochen. Oh, einmal hier. Den nehmen wir mit. Ne, den nehmen wir noch auf. Den können wir ja vielleicht schon dürren. Dürren. Müssen wir noch gucken, dass wir Jochen hier platt kriegen. Damit wir das Ding auch bauen können. Ob wir das schaffen oder nicht, das seht ihr in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.